Willkommen hier im Schmeilhaus in Schneeberg im Erzgebirge. Hier ist die Ausstellung Gedenkstätten der NS-Verbrechen von der Fotografin Maria Sarada und mir, Nils Oskamp. Ich habe die Texte fürs Begleitheft gemacht und wir beginnen hier in dem ersten Raum mit der Ausstellung, und zwar mit dem ersten Lager, was von der SS eingerichtet wurde, mit dem Konzentrationslager Dachau. Das ist das Eingangsgebäude an dem Jurhaus, auch hier mit der Inschrift Arbeit macht frei. Dieser Inschrift geht zurück auf Theodor Eicke, vermutlich dem zweiten Lagerkommandant von Dachau. Die Gefangenen mussten auch früher direkt nach der Ankunft hier in dieses Wirtschaftsgebäude reingehen. Dort wurden ihnen die Haare geschoren. Die mussten dann auch ihre Häftlingsnummer auf ihren Häftlingsuniform selber anbringen. Das ging dann zurück auf 1933. 1933 im Januar wurde Adolf Hitler Reichskanzler durch mehrere Wahlmanipulationen. Ein Monat später brannte das Reichstagsgebäude. Über Nacht hatten die Nazis dann die Reichstagsbrandverordnung, eines der ersten Ermächtigungsgesetze, die die Demokratie abschafften und die Diktatur einrichteten. Die ersten Opfergruppen, das waren die politischen Andersdenkenden, die Gegner der Nazis, das waren auch die ersten Insassen von Dachau. Dieses Gebäude zeigt das Jurhaus, Jur nach Tag, Tagesdienst, das französische Wort für Tag. Das war die Tageskommandantur sozusagen. Und dieses Haus trennte den SS-Bereich, der geht in die Richtung, und den Gefangenenbereich, das Gefangenenlager. Rechts daneben dieses sogenannte Wirtschaftsgebäude, das sehen wir hier oben auch nochmal. Das ist hier die geografische Einordnung, die Einordnung und Einführung in die Gedenkstätten. Hier sehen wir auch nochmal eine Open-Source-Karte von Wikipedia über die Hauptorte des Holocaust. In schwarz gezeichnet sind die 24 Hauptlager, in rot die Vernichtungslager. Da ist ein Unterschied zwischen Konzentrationslager und Vernichtungslager. Die Vernichtungslager, das war dann eigentlich 42, 43, und in schwarz hier noch mit den kleinen Totenköpfen, das sind die Massaker, die von den Einsatzgruppen angerichtet wurden, auch ein Hauptschwerpunkt des Holocaust gewesen. Und hier unten noch das Einfahrtsgebäude des Konzentrationslagers und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Hier kommen wir dann jetzt auch nochmal im Wirtschaftsgebäude, da ist jetzt die Dauerausstellung mit vielen Exponaten. Hier das Exponat der Todesmärsche. 22 dieser Kopien, dieser Skulptur befinden sich in Bayern. Die Todesmärsche gingen in mehrere Richtungen und eine ganz weit bis Bad Tölz, 160 Kilometer von Dachau entfernt. Dachau, nördlich von München gelegen, war früher eigentlich die Sommerresidenz der Könige und eine Künstlerkolonie. Doch Himmler war Polizeipräsident von München und hat dann Dachau im März quasi 1933 in Betrieb genommen. Hier sehen wir auch nochmal die christlichen Gedenkstätten und auch die religiösen Gedenkstätten in Dachau. Es war auch bekannt als von der SS bezeichnetes Pfaffenlager. Dort wurden 2700 Geistliche auch gefangen gehalten, verschiedener Konfessionen, verschiedener Länder, katholische Geistliche aus Polen, aber auch orthodoxe Priester aus Griechenland, aus Frankreich etc. Hier ist die Versöhnungskirche. Dort in der Versöhnungskirche in den 80er Jahren haben die Sinti und Roma, unter anderem mit Romani Rosi, einen Hungerstreik durchgeführt, um als Opfergruppe endlich als NS-Verfolgte anerkannt zu werden. Die Todesangst Christi-Kapelle dahinter, die wurde von einem ehemaligen Gefangenen eingeweiht, dem Bischof von München. Jetzt kommen wir zu dem Zellentrakt. Der Zellentrakt ist eigentlich die Schule gewesen, der SS, die Schule, wo dann das Foltern gelehrt wurde. Eines der Opfer von ihnen dort, das war auch Georg Elser, der Hitlerbomber sozusagen, der am 8. November 1939, zwei Monate nach dem Überfall auf Polen, versucht hat, Adolf Hitler in die Luft zu sprengen. Leider ist Hitler zu früh abgereist wegen schlechtem Wetter und Kriegsausbruch und die Bombe zündete 15 Minuten zu spät. Georg Elser wollte dann über die Schweizer Grenze flüchten, wurde gefasst in Konstanz.
Nachher wurde er erst in Berlin verhört und war in Sachsenhausen untergebracht, zum Schluss hier. Und am 9. April 1945 wurde er dann auf Befehl von Adolf Hitler in Dachau ermordet. Hier sehen wir auch nochmal den Zellentrakt. Jedes Konzentrationslager war ja schon an sich ein Gefängnis, aber es gab dann noch das Gefängnis im Gefängnis. Das sehen wir gleich bei den anderen Exponaten auch. Hier sehen wir noch die Gedenkstätte der Juden auf dem Bereich von Dachau. Ein sehr beeindruckendes Gebäude. Jetzt der traurigste Teil eigentlich von Dachau, die sogenannte Station Z. Die Station Z, das neuere Krematorium, das alte Krematorium hat nicht mehr ausgereicht, lag eigentlich im Bereich des SS-Geländes. Funktionshäftlinge mussten aber hier die Arbeit übernehmen, an den Krematorien arbeiten. Das Gebäude ist ziemlich lang. Im hinteren Bereich ist eine Desinfektionsanlage für die Kleidung von den Verstorbenen. Hier befindet sich die Gaskammer. Dort sind auch noch die Einlasslupen für das Gas oder auch Entlüftung des Gases. Der Altar wurde in der Nachkriegszeit dort erst aufgestellt. Hier ist eine Leichenhalle. Unter dem Schornstein sind die Krematoriumsöfen. Mit diesen Leichenbergen, so hat es die US Army bei der Befreiung im April 1944 vorgefunden. Hier im hinteren Bereich, da waren die Gruben, wo die Asche hineingekippt wurde. Und dort war auch die Exekutionsstelle, wo auch Georg Elser und viele andere ihr Ende fanden. Das ist die Krematoriumshalle mit den Öfen. Und die Fotografin Maria Sarada hat es wirklich hingekriegt, diese Halle ohne Besucher zu fotografieren. Hat ungefähr eine halbe Stunde gewartet. Also ihre Großeltern wurden in Auschwitz ermordet und die älteren Zwillingsbrüder ihres Vaters wurden hier in Dachau ermordet. Und sie hat sich wohl gefragt, in welchen Öfen sind denn meine Onkel verschwunden. Jetzt sehen wir hier nochmal den Eingang zu der Gaskammer, hier auch getarnt als Brausebad, um den Häftlingen, dann den Todgeweihten, es nochmal irgendwie in falsche Sicherheit zu wiegen. Die Gaskammer, hier sehen wir sie auch nochmal in einer Großaufnahme, war aber nie richtig in Betrieb. Es hat Vergasung gegeben, vermutlich an sowjetischen Kriegsgefangenen, aber zur Massentötung wie in Auschwitz wurde die nicht eingesetzt. Hier oben sehen wir auch die Attrappen der Duschköpfe und auch die Luken zur Entlüftung und durch die Vergasung, da sind auch Körperflüssigkeiten ausgetreten und die konnten dann hier gut weggewischt werden. Wenn man den Film Der Junge in dem gestreiften Pyjama gesehen hat, der entspricht nicht ganz der historischen Wahrheit. Wir haben hier den Todesstreifen, auch mit Wachturm. Und man konnte sich gar nicht Nähe des Stacheldrahtzaunes unter Hochspannung aufhalten. Das Wachpersonal von den Wachtürmen hatte einen Schießbefehl. Alles, was sich hier näherte, darauf wurde geschossen. Dachau war im Betrieb von 1933 bis 1945. 1936 wurde dann Sachsenhausen in Betrieb genommen. Sachsenhausen sehen wir hier. Hier ist auch noch mal eine Tafel mit der Einordnung. Es gab ja auch Orte der Deportation, wie zum Beispiel Sammellager, Gestapo-Gefängnisse etc. Und die Ghettos, die wurden natürlich auch, kamen die Gefangenen in die Ghettos wie Theresienstadt, um dann nachher wurden die weiter deportiert in die Konzentrationslager. Hier Sachsenhausen, das ist Turm A. Oben in Turm A ist ein Maschinengewehr, damit man dann die sternförmig angeordneten Baracken, das sieht man hier in der Übersicht, die waren sternförmig angeordnet, damit das Maschinengewehr hineinschießen konnte. Auch hier wieder die Inschrift, Arbeit macht frei. Geht auch zurück auf den zweiten Lagerkommandanten von Dachau, später auch Kommandant von Sachsenhausen, Theodor Eicke, der auch die Generalinspektion der Konzentrationslager war hier im Außenbereich von dem Konzentrationslager Sachsenhausen. Dann auf der rechten Seite, wenn man rausgeht aus dem Turm A, kommt man dann zu dem Sonderlager für die Juden. Auch hier in dieser Baracke ist heute eine Ausstellung über das jüdische Leben im Lager. Diese Sanitäranlagen und ein Teil der Baracke wurden 1992 von einem Neonazi in Brand gesteckt.
Und das war 5 Wochen nach dem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin, der ja leider 1996 von einem Nationalisten ermordet wurde. Für ihn hätte es vielleicht noch, unter ihm hätte es vielleicht auch noch eine Aussöhnung gegeben zwischen den Palästinensern und den Juden. Und zurzeit haben wir den Gazakrieg und ein Erstarken des Antisemitismus weltweit. Hier kommen wir auch noch mal zu der Skulptur von Waldemar Gritschmeck in der Station Z. Da sind die Krematoriumsanlagen, die jetzt neu überdacht wurden. Hier finden auch immer die Gedenkfeierlichkeiten der Stiftung Brandenburgischen Gedenkstätten statt. Dann kommen wir hier in auch den sogenannten Bunker, das war der Lagerjargon für die Gefangenen. Hier wurden auch Georg Elser zum Beispiel Langzeit fast festgehalten, während die dann nach Berlin verbracht wurden, ab und zu, um dort verhört zu werden. Rupert Meyer, der katholische Geistliche aus München, war dort eingesperrt, auch ein General der polnischen Untergrundarmee. Die Gebäude wurden nach dem Krieg von der Sowjetunion genutzt, noch teilweise umgebaut. Und hier haben wir eine Rekonstruktion, die in den 60er Jahren entstanden ist, wie eine Zelle vermutlich zur NS-Zeit ausgesehen hat. Die Wachtürme heißen A, B, C, D und dann Alphabet durch bis Station Z. Z war das Ende des Lebens. Hier ist die Erschießungsgrube in der Station Z mit Kugelfang. Rampe hoch, dann ging es zu den Krematorien. Hier. Und dahinter ist auch noch zu erkennen die Grundmauern der Gaskammer. Die Genickschussanlage, die war hier. Die Genickschussanlage, da mussten sowjetische Kriegsgefangene rein. Es wurde denen vorgegaukelt, dass das Körpermaß genommen wurde. Die mussten sich dann an so eine Holzlatte stellen. Dann wurde dieses Körpermaß genommen. Doch im Zimmer dahinter, da war ein SS-Mann mit einem Kleinkalibergewehr im Genick geschossen. Boden gewischt und dann kam der Nächste. Und die Genickschussanlage in Sachsenhausen ist nicht mehr erhalten. In Buchenwald soll sie noch erhalten sein. Wir konnten sie noch nicht sehen, weil einmal waren wir dort im Lockdown, dann waren einige Gebäude noch geschlossen. Hier ist die Pathologie in Sachsenhausen. Die Pathologie, hier wurden die menschlichen Überreste verwertet oder auch die Gefangenen, die den grausamen Experimenten für Medikamente für die Wehrmacht quasi zu Tode gebracht wurden, wie Typhus. Sie wurden absichtlich mit Typhus oder Fleckfieber infiziert, um dann Impfstoffe an denen zu testen. Hier wurden die Leichen seziert oder auch das Zahngold entnommen. Hier ist Wachturm B im Hintergrund zu sehen im Fenster. Unter der Pathologie war der Leichenkeller. Hier waren bis zu 300 Leichen gleichzeitig untergebracht. Und die Gefangenen mussten dann die Leichen hier diese Rampe hoch in Richtung dem ersten Krematorium. Das war hier hinter dem Wachturm C. Das ist der Wachturm C, wo auch gleich der Werkshof ist. Eine Schlosserei war dort. Und davor ist der Krankenbau gewesen. Im Krankenbau, da ist heute eine Ausstellung über die medizinischen Versuche der Nazis an den Gefangenen. Und hier im hinteren Bereich ist da auch noch eine Ausstellung über die Verfolgung der Sinti und Roma. Eins der herausragenden Fotos hier, mein Favorite, weil es wirklich sehr dramatisch aus, auch vom Himmel her. Die Fotografien, die wurden nicht mit KI bearbeitet oder digital bearbeitet, es sind wirklich Originalaufnahmen, auch alle ohne Menschen. Aus einem einzigen Bild habe ich Menschen herausretuschiert, ansonsten sind die Fotos so behalten und auch diese Bildstruktur ist so genau so gewollt und von der Fotografin Maria Sarada herausgearbeitet worden. Dann mussten 1490 Häftlinge 1937 auf den Ettersberg bei Weimar auf Wunsch von Gauleiter Sauke das Konzentrationslager Buchenwald errichten. Auf dem Berg, der eigentlich bekannt ist durch die Literatur von Johann Wolfgang Goethe, der Ettersberg. Die Weimarer, die hatten kein Problem mit dem KZ, aber mit dem Namen. Und so wurde dann das Konzentrationslager umbenannt in das Konzentrationslager Buchenwald. Und das ist das Einfahrtsgebäude, das Torgebäude des Konzentrationslagers Buchenwald. Oben in der Uhr sehen wir immer noch die Uhrzeit, 15.15 Uhr. Am 11. April 1944 um 15.15 Uhr hat die US Army offiziell dieses Lager befreit.
Doch inoffiziell haben die sich selber befreit. Es war eine Rüstungsfabrik in der Nähe, wo die Gefangenen in den Gustloff-Werken Gewehre herstellen sollten. Sie haben die Einzelteile herausgeschmuggelt, haben sich selber Waffen gebaut. Andere Waffen wurden manipuliert von den Gefangenen, dass sie nicht funktionierten an der Front. Und wurde dann bekannt, dass die US Army schon in Weimar ist, ist nur 7 Kilometer entfernt. Und dann haben sie sich morgens des 11. April dann selbst befreit. Das hat auch dazu geführt, dass sie nachher auch in der Selbstverwaltung gekommen sind. Es gab einen eigenen Untergrund in Buchenwald, ne? Hauptsächlich kommunistische und sozialistische Gefangene, die haben sich organisiert, die haben diesen Waffenschmuggel gemacht, die haben auch Kinder vor der Vernichtung gerettet, die sie vor der SS versteckt haben. Dann kommen wir hier zu dem Eingangstor. Hier ein anderes Motto, jedem das Seine, das geht zurück auf dem Mann von der Kommandanteuse, ne, die Ilse Koch, das war der Kommandant Koch, der wollte das Zitat von Cicero haben, jedem das Seine. Und der Franz Ehrlichen, der Beauftragte der Kunstschule Bauhaus, ein Bauhaus-Schüler auch, der hat diese Schrift dann entworfen in einer Bauhausschrift. Das Bauhaus wurde wegen entarteter Kunst von den Nazis geschlossen. Also Kandinsky, Mies van der Rohe, De Corbusier etc. Das sind alles Bauhausdozenten gewesen, Form follows Function, diese Hauptlehre des Bauhauses noch heute internationaler Designstandard. Und dann kommen wir an Franz Ehrlich, indem er hier eine Bauhausschrift genommen hat, verhöhnt bis heute die entartete Kunstideologie der Nazis. Hier kommen wir zu dem Fundament des Block 14. Im Block 14 waren die Sinti und Roma untergebracht und dort gibt es jetzt diese neue Skulptur, wo dann auch die Lager drauf eingraviert sind, wo die Sinti und Roma verbracht wurden, wie Mauthausen, Belzec, Flossenbürg, Ravensbrück. Die Forschung kann die Zahlen nicht genau ermitteln. Es waren mindestens 500.000 ermordete Sinti und Roma, eine der größeren Opfergruppen der Nazis. Und sie wurden noch nach dem Krieg noch weiter verfolgt und kriminalisiert und bis in die 80er Jahre hinein, erst nach den Hungerstreiks von ihnen, die wurden auch in Bergen-Belsen durchgeführt, in Neuengamme und auch in Dachau, wurden sie dann als Opfergruppe, als Verfolgte der Nazi-Diktatur anerkannt. Hier sehen wir auch nochmal maßgeblich, was dort gegeben hat. Wir haben hier das Häftlingscasino. Das Häftlingscasino haben wir in einem anderen Bild nochmal zu sehen. Dort konnten dann andere Gefangene dann gegen Geld Zahnbürste oder sonst was kaufen. Dort war aber im Keller, sollten die eigentlich Zahnpasta machen. Dort haben die aber Sprengstoffe gemacht für die Selbstbefreiung oder einen Lageraufstand. Es gab mehrere Lageraufstände, gab auch einen in Auschwitz, es gab auch einen in Sobibor. In Treblinka gab es auch einen. Solche Karren mussten sie vom Steinbruch dann ins Lager schleppen und das bei einer Energieversorgung von den Nahrungsmitteln von 700 bis 900 Kalorien pro Tag und die Arbeit kostete teilweise 1800 bis 2500 Kalorien pro Tag. Die Gefangenen haben bis zu 5 Kilo in einer Woche abgenommen. Dann die Entmenschlichung, die fand auch direkt nach der Aufnahme in die Lager statt durch die Kleidung. Die Kleidung, dieser Häftlingsdrillig aus Drilligstoff wurde im Lagerjargon dann auch Zebra-Uniform genannt und dort auch diese rassistische Kategorisierung durch die Winkel. Roter Winkel war politischer Gefangener, war dann noch ein gelber Winkel darunter war, in Form eines Davidsterns war es ein Jude. Ein rosa Winkel Homosexueller, schwarzer Winkel asozial Verfolgter, als asozial gekennzeichnet. Dieses Wort nehmen wir hier bitte in Anführungszeichen, weil es ein Täterbegriff ist. Reicht ein kleiner Diebstahl oder sowas, um als asozial gebrandmarkt zu werden und entrechtet zu werden. Oder auch Bibelforscher, die dann einen lila Winkel hatten. Links sehen wir das Krematoriumsgebäude von Buchenwald. Anfangs wurden in Buchenwald die sterblichen Überreste der Gefangenen noch in dem städtischen Krematorium am Weimarer Friedhof eingeäschert. Später wurde hier die Anlage gebaut mit den Krematoriumsöfen der Erfurter Firma Topf und Söhne auf der anderen Seite des Ettersberges. Die Leichenteile waren teilweise in der Asche noch verstreut, waren nicht 100% verbrannt. Deshalb nannte man es auch die sogenannte Horrormühle. Hier eine Außenaufnahme des Geländes. Gegenüber war dann auch das Tiergehege. Da war ein Bärengehege
und die Tiere, die bekamen dann Frischfleisch, frische Früchte. Und auf der anderen Seite waren dann die Gefangenen, die zugucken mussten mit der Ernährung von 700 bis 900 Kalorien. Hier sehen wir die Leichenhalle im Krematoriumsgebäude. Direkt daneben geht es dann auch zum Seziertisch, wo die Menschen dann, wie in Sachsenhausen auch schon gesehen, dann ausgewählt wurde. Ilse Koch gab es dann auch wahrscheinlich in Auftrag, man weiß es nicht genau, diese komischen Artefakte herstellen zu lassen, wie den Lampenschirm aus Menschenhaut, was jetzt wissenschaftlich ein bisschen umstritten ist, ob es das wirklich ein Original ist oder nicht. Und hier sehen wir den Menschenfresser. Den Menschenfresser der Erfurter Firma Topf und Söhne. Die SS hat hier bis zu, also 3 bis 4 Leichen gleichzeitig verbrannt. Teilweise, wenn die Gefangenen total abgemagert waren, waren es sogar bis zu 7. Ein Verbrennungsvorgang dauerte circa 20 Minuten. In diesem Schlund verzerrten die Flammen dann die menschlichen Überreste der zuvor zu Tode geschundenen und zu Tode gequälten. Die SS versuchte dann, noch mit den menschlichen Überresten Geld zu machen. Geld mit den Uhren, die dann den Angehörigen verkauft wurden. Und hier sehen wir dann auch den Seziertisch. Hier sind auch noch medizinische Geräte ausgestellt. Buchenwald, Gefangene, die haben davon berichtet, und Buchenwald haben wir noch vor 2 Tagen besucht. Wir haben noch Überlebende aus Buchenwald kennengelernt. Und es war eine sehr beeindruckende Veranstaltung. Daraus kommt auch noch dieser Button. 1. September 1939, der Überfall auf Polen. Eine Nacht zuvor hatte die SS eine False-Flag-Aktion gemacht, um den Radiosender Gleiwitz zu überfallen und dann ermordete KZ-Gefangene in polnischen Uniformen dort zurückzulassen. Am nächsten Morgen dann die Hitlerrede, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, ab jetzt wird Bombe für Bombe vergolten. Vorher hatte Hitler noch den Hitler-Stalin-Pakt in die Wege geleitet, sozusagen, dass sich die Sowjetunion Ostpolen schnappt und dann die Nazis quasi den Rest. Und sie gehen sich nicht gegenseitig an die Kragen. Und dann wurden auch schon kurze Zeit später die ersten Konzentrationslager eingerichtet. Und hier sehen wir dann das Konzentrationslager an dem polnischen Ort Oświęcim, Auschwitz, Stammlager 1. Das war vorher eine Arbeiterunterkunft gewesen, später Kaserne der polnischen Armee. Lagerkommandant war dort auch Höss gewesen. Und das ist das Einfahrtsgebäude. Und die Überlebende, Auschwitz-Überlebende Esther Bejerano, musste auch hier direkt neben dem Küchengebäude mit dem Orchester spielen, wenn die Häftlinge nach den Arbeitskommandos hier reinmarschiert sind. Auschwitz war aber ein größerer Komplex. Es veränderte sich alles noch mit der Operation Barbarossa, mit dem Überfall auf die Sowjetunion. Dann brauchten die mehr Kapazitäten und somit wurde dann Auschwitz-Birkenau eingerichtet. Auschwitz-Birkenau war eigentlich gedacht für die sowjetischen Kriegsgefangenen. Es spielte aber nachher auch eine Hauptrolle in der Massenmord an den europäischen Juden. Auschwitz war nicht nur Konzentrationslager, es war auch Vernichtungslager und auch Arbeitslager. In Auschwitz-Monowitz waren die sogenannten Buna-Werke der IG Farben, des größten Chemiekonzerns der Welt zu der Zeit. Und dort sollte dann künstliches Kautschuk und Kraftstoff für die Flugzeuge hergestellt werden. Dort waren dann auch Primo Levi, der Überlebende, der in die Weltliteratur eingegangen ist, und auch der Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel. Die waren in Monowitz. Hier an diesem Ort fanden die sogenannten Selektionen statt. Hier hat der SS-Arzt gestanden und hat gesagt, arbeitsfähige junge Männer und junge Frauen nach links, die mussten dann dort warten, in Fünferreihe mussten die antreten, die mussten dann dort warten und später in das Saunagebäude. Und im Saunagebäude wurden ihnen die Haare geschoren, sie wurden heiß und kalt abgeduscht, zu heiß oder zu kalt, wurden desinfiziert, die Häftlingskarten wurden ausgefüllt mit der Häftlingsnummer. Und die Häftlingsnummer wurde dann auf den Unterarm tätowiert, fertig für die Sklavenarbeit. Wenn man hier runter geht in die Richtung, dort ist auch das sogenannte Zigeunerlager und wegen dieser Bezeichnung, unter anderem wollen viele Menschen, wir auch, das Z-Wort nicht mehr hören. Dort hat sich dann auch Josef Mengele, das Monster von Auschwitz, an den Kindern der Sinti und Roma vergangen. Und die Nichtarbeitsfähigen, die mussten dann da stehen bleiben
Der Arzt entschied dann mit einer Handbewegung nach rechts über den Tod. Das waren dann Kinder unter 13 Jahren. Das waren versehrte Menschen, Blinde, Menschen, die an Krücken gingen, Kriegsversehrte. Alte Menschen, alte Männer, alte Frauen, schwangere Frauen, Frauen mit Kindern und Kinder, rechts die Lagerstraße runter zu Gaskammer Krematorium 2 und Gaskammer Krematorium Nummer 3. Rudolf Höss, der Lagerkommandant, war verantwortlich für den Tod von über 1 Million Menschen. Er wurde festgenommen, nachher in Schleswig-Holstein, von einem britischen SO-Offizier jüdischer Abstammung. Geistesgegenwärtig hat er die Knarre gezogen und als er dann Höss überrascht hat und die Tür aufgemacht hat, ihm direkt die Knarre in den Mund gehalten, damit er nicht seine Zyankali-Kapsel zerbeißt. Höss kam somit nach Nürnberg für die Nürnberger Prozesse. Doch Menschen, Völkerrechtsverbrechen werden in dem Staat verurteilt, wo sie begangen wurden. Und Höss erhielt das Todesurteil in Polen. Und es wurde vollstreckt direkt vor dem Stammlager 1 zwischen seiner Villa und Gaskammer 1. Dort ist sein Galgen zu sehen. Kriegsendphase. Nach der Schlacht von Stalingrad, die Alliierten rücken vor, kam dann es zu der verbunkerten oder vertunnelten Rüstungsproduktion mit Hilfe von Zwangsarbeit und Konzentrationslagergefangenen. Wie zum Beispiel auch hier dem Bau des Bunker Valentins, eigentlich in einer verbunkerten U-Boot-Werft. Die Vulkanwerft in Bremen hatte die U-Boote dann in Einzelteilen gebaut, die hier die Endmontage erleben sollten. Tausende von KZ-Häftlingen mussten diesen Bunker erbauen. Der sieht vielleicht hier ein bisschen klein aus, ist aber größer als ein Fußballstadion, direkt an der Weser gelegen. Und hier im linken Bereich war die Montage und im rechten Bereich waren auch die Flutungskammern. Ja, hier sehen wir eine der Flutungskammern. Die Flutungskammern, die konnten quasi mit Wasser vollgepumpt werden. Also vorher sind die U-Boote mit Schienen reinfahren, die Kammer unter Wasser und die U-Boote hätten dann quasi unter Wasser rausfahren können. War aber nicht ganz zu Ende gedacht, weil ein paar Kilometer Weser aufwärts war die Weser dann hatte zu wenig Tiefe gehabt, dass die U-Boote hätten wieder über der Seelinie fahren müssen und wären somit freies Ziel für die Luftangriffe gewesen. Zur Jahreswende 45 war der ganze Spuk auf einmal zu Ende. Die Royal Air Force hat eine Megabombe auf den Bunker Valentin geworfen, die sogar durchgeschlagen ist. Hier sehen wir noch den Bombentrichter und auch der Lichtkegel, der nach unten geht, zeigt, das Ding ist wirklich durchgegangen. Dann hat die SS dieses Vorhaben aufgegeben und trotzdem hat es über 1500 Menschenleben gefordert, nicht nur von KZ-Gefangenen, sondern auch von Zwangsarbeitern. Da sehen wir jetzt die Paradoxie dieser Ideologie, dieser Nazi-Ideologie. Also die Nazis, die waren xenophob, fremdenfeindlich bis zum Anschlag. Ausländer raus, schreien die heute noch. Dann haben sie ihre deutschen Männer in Uniform gesteckt, um andere Länder zu überfallen und dann fehlten die natürlich in den Firmen, in den Rüstungsproduktionen, in anderen Fabriken. Was machen die? Erst unter Scheinversprechung werden Fremdarbeiter angeworben, nachher werden die gefangen genommen für Zwangsarbeit etc. Dann haben die 7 Millionen Ausländer nach Deutschland reingebracht. Ne? Genau das Ähnliche mit den Juden. Hitler wollte immer ein judenfreies deutsches Reich haben. Dann überfällt er Polen, wo die meisten Juden Europas leben, und lässt die Hälfte noch als deutsches Reichsgebiet annektieren und hatte mehr Juden als vorher. Es ist absolut paradox. Jetzt sind wir ja auch wieder bei dieser verbunkerten oder vertunnelten Rüstungsendproduktion, wie Nikolaus Wachsmann, der Historiker, in seinem Buch beschreibt, KL, die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Es war der letzte Wurf in einem bereits verlorenen Spiel. Die Nazis wussten, sie konnten nicht mehr gewinnen, aber sie hatten großen Glauben an ihre Wunderwaffen, wie zum Beispiel auch der Vergeltungswaffe. Vergeltungswaffe 1, das war von Werner von Braun, von dem Raketeningenieur gebautes Rakete, das noch Flügel hatte. Die konnte noch von den Engländern abgefangen werden. Und danach kam die V2. Die Produktion und Entwicklung der Vergeltungswaffe V1, V2 war in Peenemünde bei Usedom. In Peenemünde wurde dann im August 1944 Operation Hydra
von der Royal Air Force bombardiert. Dabei sind leider auch viele KZ-Häftlinge unter den Opfern gewesen. Dann wurde diese Produktion der V2 in den Südharz verlegt, in eine bereits bestehende Tunnelanlage. Da waren Kraftstofflager der Wehrmacht drin. Und dort wurde die V2 dann sozusagen entmontiert. Die Hallen, die Stollen, die gingen ganz tief in den Berg. Die Gefangenen mussten die noch weiter hervortreiben. Auch die deutsche Firma Hochtief, die es ja heute noch gibt, hatte dort ein eigenes Arbeitskommando. Die Stollen, dort mussten die Häftlinge Tag und Nacht nächtigen. Und die waren dann gingen richtig tief in den Bereich und auch hier in diesen Ziegelsteineinbauten, da waren dann entweder Latrinen oder Verwaltung der SS gewesen. Einige Hallen waren bis zu 30 Meter hoch, wo die V2 im Stehen montiert werden konnte. Erst später kam das Barackenlager dazu und wegen der hohen Opferzahlen brauchten die dann auch ein eigenes Krematorium. Die Asche wurde ja einfach den Berg runtergekippt. Dieser Geröllhaufen ist kein Geröllhaufen, sondern es ist ein Massengrab. Hier sehen wir auch noch einen verbunkerten Maschinengewehrstand direkt am Appellplatz. Und da hinten im hinteren Bereich, dort war auch der Bunker, also der Zellentrakt gewesen, mit Exekutionsplatz direkt davor. Auf der linken Seite neben dem Foto, dort war dann auch der Unterkunftsbereich der SS gewesen. Und heute befindet sich dort auf diesem Grund heute das moderne Museum der Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Mittelbau-Dora bei Nordhausen gelegen. Dort hatten die auch ein ausgelagertes Lager für die Krankenstation. Da gibt es auch noch Filmaufnahmen davon, wie die US Army das am 11. April befreit hat. Erschreckend, was dort den Menschen angetan wurde. Hier haben wir ein Foto von dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Ravensbrück haben wir damals noch mit einer anderen Kamera fotografiert. Das ist das beste Foto aus dieser Serie, das wollten wir euch nicht vorenthalten. Mit dieser Walze mussten die Gefangenen den Appellplatz und die Wege planieren. Die Gefangenen von Ravensbrück waren überwiegend Frauen. Auch die Mutter von Art Spiegelman, von dem Autor der Graphic Novel Die Maus, die auch einen Pulitzerpreis gekriegt hat, war in Ravensbrück. Ravensbrück waren aber auch Männer. Es gab auch eine Produktion der Firma Siemens für Instrumente für Flieger und Bomben. Ravensbrück auch in Brandenburg und an einem See gelegen. Höss hat später auch in Ravensbrück Vergasungen durchgeführt. Hier sehen wir eine Übersicht unserer Dokumentation. Das wurde jetzt nochmal überarbeitet, weil wir noch vier weitere Gedenkstätten inzwischen dokumentiert haben. Und auch hier die Karte wurde nochmal aktualisiert. Wir fangen ja auch wirklich an in der Aufzählung an Gedenkstätten, für die auch eine eigene Dauerausstellung und eine pädagogische Abteilung haben. Also die für Gedenkstättenfahrten, für Schulen geeignet sind. Und hier auch in der historischen Zuordnung. Also Beginn der NS-Diktatur, Frühjahr 1933, Dachau als erstes Lager der SS. Dann Reichsparteitagsgelände Nürnberg, das ist ein Täterort. Wir mussten ja raussortieren, wir haben 650.000 Fotos aus Gedenkstätten und daraus mussten wir eine Ausstellung machen und den Begleitheft. Und dafür mussten wir uns entscheiden, wo zeigen wir Fotos. Und wir haben gesagt, wir wollen die Opfer in den Vordergrund nehmen und wir nehmen die Opferorte, also die ehemaligen Lager, obwohl die Täterorte wie Reichsparteitagsgelände Nürnberg sind auch sehr wichtige Orte der politischen Bildung. Die sind natürlich im Text erwähnt. Und dann haben wir die Steinwache in Dortmund, auch eine Gedenkstätte, ein Gestapo-Gefängnis, Roter Ochse in Halle. Das war ein Gerichtsgefängnis mit Exekutionsort der Nazis. Hotel Silber in Stuttgart, auch Gestapo-Gefängnis, Zellentrakt in Herford, auch ein Gefängnis. LD-Haus in Köln, auch Gestapo. Dort wurde auch der Widerstand der Edelweißpiraten gefoltert und auch teilweise zu Tode gebracht. Dann die Rassengesetze 1935, da sind immer so die verschiedenen Wendepunkte der Geschichte eingetragen. Sachsenhausen, dann Vogelsang, das war eine Ordensburg der NSDAP gewesen, als Ideologieschulung etc. Buchenwald in Thüringen. Dann Flössenburg in der Oberpfalz, Neuengamme bei Hamburg, Ravensbrück in Brandenburg, dann die November-Pogrome 1938.
Dann das Konzentrationslager Niederhagen. Niederhagen, die Wewelsburg, SS-Schule Wewelsburg. Und dann kam 1. September 1939, der Überfall auf Polen. Dann die ersten Lager in den besetzten Gebieten, wie Auschwitz-Birkenau, Auschwitz I, Stammlager. Bergen-Belsen zum Kriegsausbruch war erst auf dem Militärübungsgelände ein Kriegsgefangenenlager für sowjetische Kriegsgefangene, aber auch Kriegsgefangene aus anderen Ländern der Alliierten. Und erst ab 1943 KZ. Deshalb habe ich das hier eingetragen. Dann die Villa Tenhompel Münster zum Beispiel war die Kommandantur der Einsatzgruppen, die Haupttäter hinter dem Holocaust mit dem Gewehr, verantwortlich für die Massaker in Bobbejaar etc. Dann die Aktion Reinhardt ab 1942, die Vernichtungslager, Sobibor, Treblinka, Majdanek. Davon haben wir, die konnten wir leider noch nicht fotografieren, aber dazu haben wir die Wannsee-Konferenz bei Berlin. Die Villa-Wannsee-Konferenz, auch eine bedeutende Gedenkstätte mit großem Bildungsangebot. Dann die Schlacht von Stalingrad, Vorrücken der Roten Armee und der verbunkerte Rüstungsproduktion Bunker Valentin, Mittelbau Dora, KZ Wandsleben, auch eine unterirdische Produktionsstätte für Waffenproduktion. KZ-Lager, Außenlager Schildstraße von Neuengamme, LKW- und Busproduktion für die Büssing-Werke. Dann kam am 6. Juni 1944 Landung der Alliierten in der Normandie. Und dann war eigentlich ab November 1944 wurde ein Lager nach dem anderen befreit. Es war auch die Zeit der Todesmärsche und auch der Sühneaktionen der Nazis, wie zum Beispiel auch das Massaker an Oradour-sur-Glane, wo die SS ein ganzes Dorf ausgemerzt hat und Charles de Gaulle es nachher gesagt hat, das bleibt so als Gedenkstätte. Das ist in der Nähe von Limoges, haben wir auch fotografiert. Dann die Befreiung, die Nürnberger Prozesse. Ein Gerichtsgebäude ist heute auch eine Gedenkstätte. Yad Vashem, da war ich 2011. Das hat erst, glaube ich, auch dieses Projekt hier mit in Bewegung gesetzt. Die Gedenkhalle in Oberhausen, die erste Gedenkhalle, Gedenkstätte in Westdeutschland. Dann Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Das Kriegsministerium der Nazis war da. Auch das Büro von Stauffenberg. Anne-Frank-Zentrum Berlin, Blindenwerkstatt Otto Weidt. Ist quasi direkt gegenüber vom Anne-Frank-Zentrum, Memorial de la Shoah Paris, NS-Dokumentationszentrum. Dann haben wir noch das Mahnmal der im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin, direkt neben dem Reichstagsgebäude und auch das Denkmal der ermordeten Juden Europas und Dokumentationszentrum Zwangsarbeit in Berlin. Und weitere kommen noch dazu. Jetzt kommen wir langsam zum Ende in diesem Raum. Das ist das Konzentrationslager Flossenbürg, das Tal des Todes mit Krematorium. Da hinten noch ein Wachturm. Hinter dem Wachturm war die Krankenstation. Hier war noch eine Aufzugsanlage, damit sie Leichen runterkriegen konnte. Dahinter war dann der Zellentrakt mit Erschießungsanlage. Dort wurde am 9. November 1945 Dietrich Bonhoeffer, der Theologe, ermordet von den Nazis. Hier dieses Tal des Todes wurde von polnischen Überlebenden quasi als Grabanlage hergerichtet. Aus den Abbruchsteinen von den Wachtürmen haben sie dann die Sühnekapelle errichtet. Die Sühnekapelle, dort wird auch an die deutschen Opfer des Nationalsozialismus erinnert. 5.964 Gefangene, Deutsche, wurden in Flossenbürg eingesperrt und jahrelang gequält. Und in der Sühnekapelle wird auch Bonhoeffer gedacht. Und jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss, und zwar zum Gedenken zur Befreiung von Dachau. Direkt nach der Befreiung von Dachau und vielen anderen Konzentrationslager bilden sich die Flüchtlingskomitees, also Komitee International de Dachau, auch Amikale genannt. Und die haben dann in Auftrag gegeben, Nandor Glied, den Holocaust-Überlebenden, diese Skulptur auch zu machen, was in den 60er Jahren eingeweiht wurde, Menschen im Stacheldrahtzaun. Nandor Glied, ein berühmtes Zitat von ihm ist, der Künstler ist das Gewissen unserer Zeit und deshalb machen wir das ja auch. Ne, und auch auf Nandor Glied geht zurück hier dieser Ausspruch, never again, nie wieder, plus jamais. Der wird oft verwechselt mit dem Schwur vom Buchenwald. Doch der Schwur vom Buchenwald, der geht eigentlich anders. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.
Leider haben wir wieder Faschisten in den Parlamenten vieler Länder und wir haben wieder Krieg in Europa und im Nahen Osten. Danke für die Führung.